Ich bin heute hier mit meinen Kollegen, weil eine Sportskollegin von mir aus dem Fitnessstudio, die Lisa, die hat Probleme mit einem Stalker, ja, der sie ständig mit Telefonanrufen belästigt und ihr SMS schreibt. Ja. Am Anfang war das alles noch ein bisschen harmlos, so von wegen Hallo Süße und all so ein Müll, also diese ganz normale Sachen, aber jetzt ist es schon massiver. Und jetzt hat sie mich heute angerufen, dass ihre Katze verschwunden ist. Ja, das wäre ja an sich nicht weiter schlimm, aber dann hat jemand angerufen bei ihr mit verzerrter Stimme und hat gesagt, du pass mal auf, wenn du nicht so machst, wie ich will, dann mach ich was mit deiner Katze, ich hab sie. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich gesagt habe, so, pass auf, jetzt ist hier Gefahrenverzug, jetzt müssen wir hier schnellstens zu Potte kommen. Lisa? Das sind die SMS, die ich krieg, das sind ja E-Mails, die ich krieg. Und jetzt ist die Katze auch noch verschwunden. Ja, ja. Ich würde zur Polizei gehen oder so. Ich komme mir da echt wirklich zu dämlich. Also pass mal auf, du kommst ja da nicht dämlich vorkommen. Ich meine, vor allem, du hast ja gesagt, dass der die schon angerufen hat und dir gesagt hat, du pass mal auf hier, ich hab deine Katze. Ich meine, hast du jemandem erzählt außer mir? Du sagst nee. Nein. Ja. Wo wohnst du da oben? Ja, dann ja, nur da, ne? Schauen wir mal, das kannst du machen, ja. Wo ist da oben? Digga, guckst du mal hier so ein bisschen nach? Vielleicht findest du ja ein paar Zigarettenkippen oder was auch immer oder irgendetwas. Manchmal haben wir ja Glück. Das haben wir, keine Ahnung. Beziehung? Bist du in einer Beziehung drin? Nein, nee, Carsten, gar nicht. Wie lange bist du jetzt schon solo? 5 Monate. Naja, ist ja nur auch nicht so lange. Und wie ist die Beziehung beendet? Ist das sauber auseinandergegangen? Also das ging nicht ganz so sauber, aber jetzt ist die Welt wieder heile. Er hat es akzeptiert und eigentlich sind wir gut miteinander. Ja, versucht er denn noch irgendwie wieder Kontakt mit dir aufzunehmen oder an dich wieder ranzukommen? Das würde mich ja mal interessieren. Nee. Nee, versucht nicht anzubändeln. Also ist eigentlich ganz normal. Was hier ist, er versucht anzubändeln? Fragt er dich ja manchmal, ob du schon 9 hast. Und? Ja, natürlich habe ich keinen neuen. Ich meine, ich bin seit 5 Monaten Single. Okay, dann ist es so. Ja. Okay, machst du irgendwelche Portale wie oder so eine Scheiße? Ja. Machst du? Ja, wer macht denn das nicht? Na, ne? Ich mach's zum Beispiel nicht. So, und wenn du das zum Beispiel machst, würde ich ja wohl hoffen, dass du da nicht irgendwie deine Telefonnummer oder was annimmst. Du hast keine Einstellung, du hast keine private Einstellung da drin. Das heißt, jedes Arschloch kann da deine Daten anrufen. Bist du noch ganz helle im Kopf? Ich hab. Weißt du eigentlich, dass du den Täterkreis noch um zig Hunderte erweitert? Jeder, der dir einmal ich sehen kann hat. Doch, ich kann doch nicht. Weißt du, jetzt aber mal wirklich. Ich kann dann riechen, dass hier irgend so ein Kunde kommt. Weißt du? Und das ist immer das, was ich meine. Susi sorglos läuft durch den Wald. Nein, ich laufe immer durch den Park. Ja, wie oft muss man denn da durchlaufen? Einmal reicht's doch. Du verhältst dich bitte einfach mal ein bisschen bedeckter. Du rennst nicht nachts durch die Gegend, du rennst durch keine Parks etc. Und wenn irgendwas noch auffälliger jetzt passiert, dann sagst du mir das sofort und wir fahren einfach mal zu dem Ex-Freund hin. Da hast du ja bestimmt noch die Adresse. Mhm. Und dann versuchen wir mal, wo unten, im Erdgeschoss oder weiter oben? Nee, unten. Das ist doch geil. Wenn er unten wohnt, dann checken wir einfach mal, ja, du kriegst einfach mal rein. Und schau, machst du mit Kamera, wenn du nicht ankommst, dann kriegst du vielleicht Luft an der Katze rum. Ja, ja, also Ex-Freund, das ist immer diese typische, es war immer der Butler oder immer der Ex-Freund. Natürlich kann man sich da auch mal irren, aber es hat sich einfach gezeigt, 8 von 10 Mal ist es wirklich so. Und da haben wir einfach mal schon eine Person, die wir kennen, wo die wissen, wo die wohnt. Da gehen wir jetzt einfach mal ran und wenn wir den damit ausgrenzen können, ja schon mal gut, einer weniger. Aber vielleicht haben wir auch Glück und er ist es. Ja, vor allen Dingen mit der Katzennummer da, wenn die da rumrennt, das wäre perfekt und schon haben wir einen Typen an der Eier. Ja, der Carsten hat ja beschlossen, dass wir eine Personenschutzmaßnahme bei der Lisa jetzt ansetzen. Der Sascha ist ein bisschen näher dran, ich bin Abgesetzter. Der Sascha hört. Vor der Kreuzung schließ mal ein bisschen auf. Weil man kann ja, guck mal, dass du da besser einsehen kannst in die Kreuzung, bevor sie rumgeht. Mach ich. Ist dir dieser Typ aufgefallen, der dir gerade entgegengekommen ist? Der dreht sich jetzt wieder um. Der hat sie angeschaut, irgendwie ein bisschen verwundert. Und jetzt schlendert er so langsam hinterher, zögert immer dann, wenn sie zögert. Pass auf, dass er dich nicht sieht. Okay, ich guck mal.
Lisa, gehst du bitte mal bei Mann rein? Links von dir, bei gehst du bitte mal rein? Ich will mal sehen, ob er draußen stehen bleibt und wartet. Geh mal rein und guck mal vorne. Oder nimm die Apotheke. Nimm die Apotheke vorne. Tja, gerade ist ein junger Mann an der Lisa vorbeigelaufen, hat sich umgedreht, hat immer wieder geschaut, ist dann langsamer geworden und hält immer dann an, wenn die Lisa anhält. Jetzt ist die Lisa in die Apotheke rein, hat geschaut, er zögert auch wieder und jetzt geht er wieder und nimmt die Verfolgung auf. Bleib du mal dahinter bitte, Sascha, bleib dahinter. Lisa, gehst du mal bitte über die Straße und dann gehst du mal bei in die Boutique bitte rein drüben. Okay, Sascha, ich habe eine Idee. Gehst du bitte direkt in die Einfahrt durch hier, Sascha? In die Feuerwehrzufahrt rein. Lisa, pass auf. Du kommst jetzt bitte raus aus dem Laden, hältst dich links und gehst in die Feuerwehrzufahrt. Und da wirst du auf der linken Seite hinten einen Eingang sehen mit den Schellen. Da wirst du bitte schellen und gehst aber ein Stückchen weiter rechts neben die Tür. Da bleibst du dann bitte stehen, ja? Die Anrufe, was mit der Katze? Spanne! Was mit der Katze? Ich bin erst unter Hause gekommen. Was? Boah, ich war weg gewesen für ein Jahr. Für ein Jahr, wo? Australien. Du Gurke! Mein Papa ist mein Reisepass. Wo? Wo ist dein Reisepass? Im Portemonnaie, da ist noch das Visum drin. Hier, mach mal. Ich will sehen hier. Hey, Jungs. Was ist denn los? Warte. Lisa ist gut. Ist das Moritz? Was für ein Moritz? Moritz? Wann bist du angekommen? Gestern? Ja! Ja, stimmt vom Datum. Kennst du den hier? Einreise. Was? Ja, Moritz, kann sich gewesen sein. Ja? Wir lassen dich los. Langsam. Aber du bleibst ruhig. Keine Gegenwehr. Bleib ruhig, steh langsam auf. Klar? Ja. Wer, du fuchtelst mit was herum hier, du. Was soll denn der Scheiß? Was heißt hier, was Scheiße hier? Du hast sie hinterhergespannt, wie so ein Spanner. Weißt du, Moritz? Ich war früh mit deiner Schule, war mir aber nicht sicher gewesen. Oh, was machst du denn hier? Ja, Junge, du kannst dich aber nicht Scheiße, so nähern. Hör mal, wir haben eine Situation, wir haben eine Lage. Verstehst du? Die Frau wird gestalkt. Die ist psychisch völlig fertig. Sicher du gehst von hinten. Du läufst du gehst die ganze Zeit hinterher. Warum hast du denn nicht gleich angesprochen? Weil ich es voll nicht machen wollte. Ja. Redest du irgendwelche Frauen auf der Straße an? Ja, natürlich rede ich dich an. Natürlich. Ja, wenn ich sie kenne, spreche ich sie an. Ich habe mir aber nicht sicher gewesen. Hey, es kann doch keiner wissen. Jetzt mach doch mal bitte ruhig. Es gibt so mal. Nee, mach ruhig. Oh Moritz, mir tut das leid. Hey, beruhig dich mal. Komm. Hey. Weißt du, bei sowas, da krieg ich wieder so einen Hals. Beruhig dich. An der Maßnahme wird sich natürlich nichts ändern. Aber da kann man sehen, wie schnell bestimmte Situationen auftreten können, wenn man verfolgt wird. Das heißt, er hat sich sehr auffällig verhalten. Sie kannten sich, hätte er sie angesprochen, hätte sich die Situation schnell lösen können. Aber er war sehr, sehr verdächtig. Dieses Gucken und Stoppen. Und, aber er war sich irgendwie nicht sicher, denke ich mal. Er wollte sich nicht blamieren. Ganz dumme Situation, tut uns schrecklich leid. Ich weiß gar nicht, wie ich das zu zahlen habe oder sonst irgendwie. Das gibt's doch gar nicht. Und das Ding in der Fußgängerzone, das hätte
Ja gut, das, weißt du, wir müssen halt Gefahren abwehren, wenn sowas passiert. Mich kotzt ja, trotzdem an. Hallo, ja, ich hab kein Auto. Beruhig dich erstmal jetzt. Leute, wartet mal. Setz dich mal hin. Tja, das ist die Nummer. Ja, dann machen wir. Das ja. Was? Ich mal anruft. Ja, nimm mal an. Jetzt? Mal laut. Mal ja, auf, komm, wir wollen mal hören. Warte. Ja? Ich muss dich eigentlich verarschen, oder was? Leute. Ich bin der neue Macker. Fuck, Scheiße. Ich sag dir nur eins, wenn du deine Katze lebend wieder haben willst, dann fuck, Mann. Ja, das, ey. Der sagt die ganze Zeit fuck, der sagt die ganze Zeit fuck, das ist der Malte. Scheiße, das ist der Malte. Bist du sicher, dass das ist? Ich kenne keinen Menschen, der so viel Fuck in seinem Leben sagt wie der. Fuck gibt's doch Leute. Nein. Die alle sagen das. Der ist stinkesauer im Ernst jetzt. Ich bin mir da sicher, hundertprozentig, das ist der Malte. Wir werden uns natürlich jetzt auf ihn konzentrieren. Ganz klarer Fall. Nur, wir können da jetzt nicht so ins Blaue schießen. Wir müssen da schon eindeutigere Beweise haben letztendlich, bevor wir dann da in Aktion treten können. Schlachtplan noch erklären. Mhm. Ich denke mal, der wird noch ein paar Fragen haben an dich. Da ist er schon. Ja, da steht er schon. Ich steig gleich aus, ey. Ja, okay. Ey, alles ist gut. Nee, ist nicht alles gut. Ey. Ich will, dass dieser Albtraum aufhört. Erzähl mir, was ist passiert? Der Typ hat zu dir gesagt, fuck. Und daran hast du erkannt, dass sie dein Ex ist. Fuck. Von der Reihenfolge ist fuck. Hat er dein Ex auch immer gesagt? Ja, der hat das immer gesagt in Streitsituationen. Ich kenne noch keinen anderen, der so viel fuck sagt, Mensch. Oh. Du holst ihn jetzt hierher. Du nimmst dein Telefon und du rufst ihn an. Und zwar wirst du ihm sagen, du wirst genau das sagen. Du sagst ihm, deine Autoreifen sind zerstochen worden und du hast komplett die Orientierung verloren. Du bist einfach nur losgelaufen, du weißt nicht mehr, wo du bist, etc. Jetzt bist du hier in dem Park. Warst du hier schon mal mit ihm? Ja. Dann sagst du, bist du denn in dem Park, ob er nicht vorbeikommen kann und dich abholen kann. Er wird kommen, denn er will der Prinz sein. Der ich soll Held. Den jetzt anrufen. Ja, du sollst das tun. Jetzt rufst du ihn an. Ja? Ja. Geh darüber, ich spreche mit meinen Jungs, konzentriere dich. Hol ihn her. Du hast doch auch, bevor du das wusstest, mit ihm schon noch ganz normal gesprochen. Ja. Sag ihm, du brauchst seine Hilfe. Lass uns kurz den Prozess machen. Mit ja, pass auf. Bleib's mit. Ja. Ich hol ihn her. Wir locken ihn jetzt her. Ich werde das Ding machen wie immer. Sie wird sich provozieren. Ich werde sie einweisen. Sie wird sie provozieren. Wir werden uns hier irgendwo positionieren. Ja. Ich weiß noch nicht wo. Sie soll ihm komplett alles an den Kopf schmeißen, was ihr so einfällt. Und dann wird er mit Sicherheit explodieren. Er wird mit Sicherheit explodieren. Im Parkplatz, wo wir mal spazieren gegangen sind. Kannst du hier bitte mal herkommen? Ja, komm. Ja, das ist lieb, danke. Ciao. Und? Wie hat er reagiert? Kommt er? Der kommt. Kommt er? Vor der Situation habe ich Angst, na klar. Also, wenn die Jungs nicht schnell genug sind, dann haut er mich um. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich hoffe nur, es geht alles gut. Ich will, dass sie ihn praktisch aus der Reserve lockt, denn der Typ hat ein Problem mit sich selbst. Und das muss ich jetzt herauskitzeln. Es ist natürlich immer das Beste, das Maximum rauszuholen. Sie ist deshalb auch verkabelt. Dann haben wir was für die Polizei, wir haben was für das Auge, wir sind selber alle Zeugen. Und dann wird sich da schon für ihn eine saftige Strafe raus ergeben. Moment, geht's noch. Aber dein Spiel ist noch unten. Ja? Wird sich aber bestimmt sein.
geht bei dir ab? Wie, was geht bei mir ab? Was? Denkst du, ich bin doof oder was? Du hast mich doch gerade angerufen. Ja, ich hab dich angerufen. Du verarschst mich, du Dreckler. Ja, du verarschst mich. Denkst du, ich bin dämlich oder was? Ich weiß, dass du hinter dem Ganzen steckst. Hinter was? E-Mails, SMS, Reifen zerstochen, Katze weg. Was soll denn noch kommen? Du bist so krank geworden. Ja, wir haben ihn erwischt, wie wir es haben wollten. Wir haben ihn in die Falle gestellt. Aber ist alles super gewesen. Ja, schönen guten Abend. Stahl, mein Name von der Delikteil Stahl. Ich hätte mal wieder ein Paket für euch. Ja, wir haben Stalker festgenommen, wo er gerade eine Körperverletzung begehen wollte gegen eine Frau. Wir sind auf dem großen Parkplatz im Waldgebiet. Wir warten auf euch. Könnt ihr da bitte einen Funkwagen? Nee, Eile ist jetzt hier nicht geboten. Ihr wartet hier auf euch.